Der Netflix-Film 365 Tage machte den italienischen Schauspieler und Musiker Michele Morrone über Nacht zum Superstar. Dabei gibt es für den Zuschauer viel Sex und viel nackte Haut. Jetzt hat der 29-Jährige sein erstes Album rausgebracht. So every time I talk with myself, I write down a song. Immer wenn ich mit mir selbst rede, schreibe ich einen Song. Musik ist für mich wie eine Therapie. Ich verarbeite den Verlust meines Vaters, meine Scheidung, Liebe, Leidenschaft, Lebenslust, Farben, all das in mir. Als mein Vater starb, war ich 11. Ich habe 3 Schwestern, also bin ich ohne männliches Vorbild aufgewachsen. Deswegen bin ich schnell mein eigener Vater geworden. Ich hatte die Sichtweise von Frauen und das war großartig. Aber es hat mein Leben auch total beeinflusst. It changed completely my life because when I was a little kid, I was kind of seeing, you know, my friends. Als Kind haben alle meine Freunde so eine Vater-Sohn-Beziehung gehabt. So mit Männersachen, über die erste Freundin reden und so. Ich hatte keinen, mit dem ich darüber reden konnte. The first girlfriend, and I didn't know with who I have to talk. Als mein Vater starb, habe ich eine Leidenschaft entwickelt. Eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Mich selbst in die Gedanken eines anderen versetzen, das fasziniert mich am meisten. You know, that's the interesting thing about acting. When I first built the character of Massimo, it was incredibly. Als ich die Figur des Massimo aus 365 Tage entwickelt habe, habe ich mich total dafür interessiert, was wohl im Kopf von jemandem vorgeht, der total sexsüchtig ist. Sex addiction, you know what I mean? So I quickly went to a community of people that they have lots of addiction and I just picked one. Ich habe mich mit Sexsüchtigen in Gruppen unterhalten. Wir machen uns ja oft lustig, wenn jemand sagt, haha, ich bin auch sexsüchtig, Aber nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mit dieser Sucht wirklich leben zu müssen, das ist etwas ganz anderes.